Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead Space. Wir haben das letztens hier aufgehoben. Ich war mir nur nicht mehr sicher, ob wir das aufgehoben haben. Wir sind durch ein riesen Trümmerfeld aus und einfach mal spazieren gegangen, haben ja sonst nichts zu tun und hier hinten gelandet und sollen irgendwelche Asteroiden abwehren. Ja, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass das wirklich das, müssen wir uns wirklich hinsetzen und schießen. Ich weiß es nicht. Scheint mir ganz so. Und ich habe Angst, dass in der Zeit aber irgendwas Dummes passiert. Was steht da? Was? Manuelle Steuerung. Mein Handy klingelt. Ich muss mal ganz kurz leise machen. Das habt ihr nicht gehört. Es hat nicht gemacht und auch nicht vibriert. So. Ich würde sagen, wir setzen uns da mal rein und beginnen zu ballern. Aber ich befürchte. Genau, Isaac. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Höhlenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Ach super, jetzt können wir hier noch ein bisschen Shooter spielen. Und ein bisschen die. Oh Gott. Upsa. Nein! Okay. Das ist ein bisschen. Oh Gott, da muss ich mich wieder so konzentrieren. Upsa. Der ist nicht kaputt gegangen. Scheiße. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten, ne? Das ist. Ich bin echt gespannt, ob wir das schaffen. Ich glaube, das darf ich gleich nochmal neu starten. Einfach, weil ich bin nicht sehr treffsicher. Das habt ihr sicher schon mal das ein oder andere Mal mitbekommen. Nur noch eine Minute. Oh Gott, das ist mal zu viel. Aber wir können ja eigentlich doch. Ach, wir können gleich schießen die ganze Zeit. Das können wir auch machen. Aber wir treffen ja nicht besonders mehr. Ich glaube, jetzt müssen wir gleich nochmal neu starten. Einfach weil ich ein Trottel bin. Gottes Willen, können wir das bitte? Ich glaube nicht, dass es diesen Moment noch geben wird. Mein Gott! Wir werden total drauf gehen. Komm ja immer näher. Upsa. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Ich kann gerade gar nicht reden. Automatisches Kontrollsystem aktiviert. Gut, Isaac. Die Zielerfassung ist wieder online. Wir können uns den Weg in den sicheren Orbit freischießen. Sobald wir das Feld hinter uns gelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Station, wenn ich fertig bin. Okay, es hat zwar ganz schön gelitten, aber wir haben es hingekriegt. Ich bin nur total angespannt, was so Treffsicherheiten angeht. Das war jetzt nicht Bombe, aber es war, glaube ich, ganz okay. Ich gerate immer so schnell in Stress, ich bin nicht sowas, also ich kann so eine Spiele nicht spielen. Ich kann sie nicht mehr auf 2D spielen, wenn es um so ein Abschießen, bla, irgendwas geht. Ich werde dann immer total hektisch, weil alles auf einen zukommt. So, wir haben es mal sicherheitshalber gespeichert und dürfen jetzt wahrscheinlich wieder zurück, oder? Ja, natürlich dürfen wir eine Runde komplett zurückgehen. Ja, ich kann es kaum erwarten, ich freue mich. Ein Tritt war aufgeregt. Tritt Schwerelosigkeit. Jetzt dürfte ja eigentlich nichts mehr passieren an den Schüssen und sowas, weil. Hallo. Du hast gar kein. Geh weg. Okay. Okay. Keine Hektik. Keine Hektik entwickeln. Ich hab's aufgehoben. Die kommen jetzt hier einfach an die Oberfläche. Was natürlich total super ist. Und überhaupt nicht stresst, wenn man hier draußen gerade keine Luft kriegt. Dann kann man ja sich noch ein bisschen prügeln und machen. Das ist voll die gute Idee. Wir haben es fast geschafft. Ich hoffe, jetzt kommt keiner mehr in der Zeit. Weil unser Sauerstoff wird gerade ein bisschen knapp. Komm schon. Ja, jetzt muss nur noch Ende vom Vakuum sein. Das wäre super. Ende des Vakuums. Okay.
haben wir auch das geschafft. Dadurch, dass jetzt keine Trümmer mehr rankamen, ging es ein bisschen besser. Und die zwei, drei Viecher, die dort waren, okay, waren noch machbar. Achso, das haben wir ja liegen lassen. Ich dachte mir gerade, warum liegt hier plötzlich irgendwas auf dem Boden? Aber nicht weiter verwunderlich. Wir können es immer noch nicht mitnehmen, weil wir haben einfach keinen Platz im Inventar. Wir müssen jetzt diesen ganzen Scheißweg irgendwie wieder zurück. Wovor es mir ziemlich kraut und es wird schon wieder nicht angezeigt. Wie weit der Weg ist, möchte ich mal gern gucken. Das sieht man ja an den Strahlen nicht, das sieht man ja dann wirklich nur an der Map. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Oh nein. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Anscheinend nicht. Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, Leute, um es zu bekämpfen. Die hassen uns einfach anscheinend. Die hassen uns einfach. Irgendwie anders kann ich es mir langsam nicht erklären. Wir sollen trotzdem zur Monorail-Station gehen. Ich dachte, wir sollen zur Krankenstation. Aber jetzt müssen wir trotzdem erstmal dorthin. Panikattacken? Okay, keiner. Scheiße, wenn wir bald wieder keinen Sauerstoff hier haben. Na super, ich habe gerade gesagt, dass ich Panikattacken kriege, wenn wir die ganze Zeit so ein bisschen in Zeitmod und drum und dran sind. Und was ist? Es ist nicht mal mehr auf dem Schiff wirklich so, dass man groß überleben könnte. Oh Gott. Da oben ist nur der Ventilator. Hoffe ich. Hier waren wir schon drin, ne? Da gab es ja nichts mehr. Hat sich auch nicht geändert. Okay, wir müssen den Weg zurück. Wir müssen in der Krankenstation einfach dafür sorgen, dass wir trotzdem noch weiterleben können. Und dieses Zeug, was immer das ist, diese Wucherung irgendwie einschränken, ne? Damit sie uns das Leben nicht endgültig schwer machen. Hier ist... Oh, da war doch jemand. Alter, was ist das denn? Was war das denn? Hallo? Hallo? Da ist es. Was ist das denn? Oh, die Viecher werden immer absurder und ekliger und generell und da ist nichts, Fuck, was waren das schon wieder für ein Vieh? Kommt das nochmal raus? Wo ist es denn? Ach, da ist es. Alter, das Vieh ist schnell. Ich blick's gerade nicht, wo es ist da. Die moderne Form der Facehacker oder was? Verpiss dich. Ah, das läuft so abartig. Was ist denn das? Möchte ich mir das mal angucken. Es hat gar keine definierte Form. Es ist einfach irgendwas total Ekliges, Lappriges, was uns anspringt. Und ich finde, das sieht man total schlecht, weil es zu dünn ist. War es das jetzt? Oder möchte hier noch das ein oder andere kommen? Okay, dann speichern wir mal ganz kurz. Was für ein ekliges Zeug. Es wird immer absurder. Ich meine, die kleinen Frösche waren schon scheiße zu treffen. Aber dadurch, dass sie in der Masse kamen, hat man wenigstens irgendeinen getroffen. Aber so einen einzelnen Wurm mit Armen... Wie will man den treffen? Großartig. Oh, ich weiß nicht, in welche Ebene es soll. Verstehst du? Ich glaube, wir sollten in die zweite Ebene von dort aus dann weiter gucken. Also das ist ja der Ausgangspunkt, wo eben doch der Hammond ist. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich habe nur das Bedürfnis, überall zu speichern, wo man speichern kann. Aber jetzt wisst ihr ja inzwischen. Ich versuche ja auch immer jetzt zu
so 20 Minuten trotz allem hinzukriegen halbwegs. Können wir jetzt mal inzwischen gucken, wo wir lang müssen? Nö, immer noch nicht. Okay. Aber wir sind schon mal im richtigen Stockwerk, das ist schon mal was. Schnell mal rauslaufen. Gucken. Niemand? Wirklich niemand? Gar niemand? Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir auch hier nochmal. Um einfach, wenn irgendwas ist, uns den Weg zu ersparen immer. Annehmen. Ja, speichern. Okay. Okay. Ich habe das Gefühl, ich werde langsam ein bisschen mutiger. Ja, wo führt das hin? Guck doch nicht auf den Boden. Ich will gucken, wo es generell hingeht. Ah ja, da wo wir hergekommen sind. Aha, scheiße. Okay, das sind wir die so rumstöhnen. Okay. Ich dachte schon, das ist irgendein Vieh wieder. Facehacker? Irgendwo? Hallo? Hallo? Wir können ja erstmal im Shop ein bisschen was verkaufen. Das habe ich ganz dringend vor, weil wir können nichts mehr mitnehmen. Wir mussten jetzt schon ein bisschen was zurücklassen. Energiekanone, okay. Was verkaufen wir denn jetzt erstmal? Wir verkaufen das ganz große Medipack. Ja, weil das bringt Geld. Den Halbleiter verkaufen wir. Ja, ich bin mir sicher. Den Halbleiter verkaufen wir. Oh, das bringt 10.000. Alter Schwede. Und wir haben nicht mehr viel Munition. Dafür haben wir noch Medipacks. Das kleine verkaufen wir mal auch. Und ich möchte zwei davon mal in den Safe tun. Und dafür das Stasepack mal rausnehmen. Gut. Und dafür kaufen wir uns... Was kaufen wir uns dafür? Energiekanone könnten wir uns kaufen. Ein Chinese-Booster für kurze Entfernung. Laserkanone hat halt schwere Schäden, aber ist sehr langsam, ne? Und das andere hat halt eine kurze Entfernung. Plasma-Energie. Strahlenmunition. Bin gerade unentschlossen. Also ich würde mir erstmal gern nochmal Munition kaufen. Ja. Was? Habe ich jetzt gerade Strahlenmunition gekauft oder Plasma-Energie? Ich glaube, ich habe gerade Strahlenmunition gekauft. Sekunde. Ich habe Plasma-Energie gekauft. Okay. Und dann kaufe ich mir mal die Energiekanone. Einfach mal anschauen, wie die so ist. Und ansonsten noch mal ein bisschen Munition. So. Okay. Dann gehen wir mal kurz hier raus und gucken, wie viel Platz wir im Inventar haben. Ob wir irgendwas einlagern müssten oder so. Ne, wir haben gut Platz. Guckt euch das mal an. Das ist, da können wir wieder reichlich mitnehmen. Und das eine möchte ich hier gleich eh verwenden. Ja. Das verwende ich sicherheitshalber. Auch wenn ich hoffe, dass wir bald an der Stasi-Station wieder ankommen. So, dann haben wir hier eine neue Waffe und zwar... Nein. Ah, die 4 ist das also. Wir haben 10 Schuss. Ich hoffe, die ist gut. Die ist ja hier neben uns. Was? Wie kam der jetzt neben uns so schnell? Und woran ist der jetzt so zersprungen? Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Und das sind neue irgendwie wieder. Haben die was für uns? Irgendwie wirkten die gerade anders als diese bisherigen. Nur sicherheitshalber. Dass er auch wirklich tot ist. Okay, die andere Kanone stößt die so ein bisschen weg. Aber sonst jetzt noch nicht so. Können wir die denn nachladen? Okay, wir haben nur die 7 Schuss. Das heißt, wir heben die erstmal auf. Bis wir vielleicht ein bisschen mehr Schuss haben. Dann können wir ein bisschen rumprobieren. Müssen wir überhaupt hier lang?
Okay, wir müssen wirklich hier lang. Und es kommen neue Arten von Monstern und Aliens, besser gesagt. Sind ja eher Aliens als Monster. Und wenn wir uns hier nähern, heißt es doch eigentlich, dass wir in ein neues Kapitel reinkommen werden. Mit der Monorail fahren wir doch eigentlich immer in ein neues Kapitel. Oder? Also ich habe so eine Erinnerung. Ja, Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung. Abgeschlossen. 12 waren es, glaube ich. Wir nähern uns also der Halbzeit. Und kommen in Kapitel 5 an. Wir speichern hier nochmal zwischen. Ja, ich möchte überschreiben. 15 Minuten spielen wir erst. Es kommt mir schon wieder wie 25 vor. Es ist, So. Ja, dreh dich immer erst um, wenn die Tür schon offen ist. Ja, keine Panik. Ich frage mich, wo immer diese ganzen Psychos hin sind, die wir immer so kurzzeitig sehen. Immer, mach uns ganz und dann sind sie weg und wir finden sie nirgends. Da sollen wir jetzt erstmal rein. Das heißt, wir werden diesmal nicht erschrecken, weil es wird gleich wieder ein Videodingens geben. Nicht erschrecken? Wieso kommt diesmal kein Videoding? Wir sind doch angekommen. Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Okay. Wir müssen also ins Chemielabor. Ich glaube, da sind wir noch nicht gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Hier ist noch ein weiterer Shop, aber wir können ja gerade... brauchen jetzt eigentlich gerade nichts von Ort zu Ort. Wie weit ist es denn? Aber wir kommen bald an der Speicherstation vorbei, immerhin, und an der Stasisstation und an einer Werkbank und an einem Shop und irgendwelche anderen Dinge. Oh Gott, das ist ja wieder... Das sieht wieder sehr unübersichtlich aus, wo wir langlaufen. Irgendwas... Achso, das ist der Leichensack. Dann lass uns nur grob Motor stellen, dass das wir gerade einfach nur waren. Hallo. Da ist wieder ein Schrank offen. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Hallo? Wer redet denn da? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Der eine Typ. Kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Das ist, glaube ich, der Verrückte, der gesagt hat, doch, wir müssen glauben, dann wird es uns die Erlösung bringen und drum und dran, oder? Da gab es doch einen, der gesagt hat, dass der Marker die Erlösung ist und dass es eine neue Religion, so gesagt, ist, an die man glauben müsste und so ein Gedöns. Da ist die Speicherstation. Wir müssen da rein. Hier ist ein Shop. Und da hinten ist auch noch verschlossen. Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir jetzt erstmal. Und ich bin gespannt, wem wir da noch begegnen werden. Ob es wirklich dieser Irre ist, der das als Religion auserkoren hatte. Und wenn ja, frage ich mich, warum ist er dann wirklich nicht befallen? Also macht der Wahnsinn dann wirklich eine Ausnahme oder ist es einfach ein Wahnsinn auf einer anderen Stufe? Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es bestimmt rausfinden. Entweder selbst oder erzählt bekommen oder was auch immer. Von daher bleibt dran. Bis dahin. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Tschüss.